Haben Sie gewusst, dass der erwachsene menschliche Körper etwa 1,8 Quadratmeter Hautoberfläche besitzt? Und das meiste davon kann man künstlerisch gestalten. Bei der traditionellen Body Painting Night in Apolda nutzten 9 Künstler diese Fläche als eine Art lebendige Leinwand. Leuchtende Fabelwesen, individuelle Kunstwerke auf menschlicher Haut. Das war die Body Painting Night, die gestern in Apolda stattfand. Julie Böhm war eine von 9 Künstlern, die gestern Abend das Publikum verzauberten. 5 Stunden brauchte sie, um ihre Modelle in Phönix und Drachen zu verwandeln. Ich komme auch vom Film und liebe es, Geschichten zu erzählen. Und mit Bodypainting kann man sozusagen im eigenen Hautkostüm in neue Rollen schlüpfen. Apolda ist auch immer ein gutes Training für die Bodypainting-Weltmeisterschaft. Die findet Ende September in Österreich statt.